ehemaliger Bodybuilder und Selfmade-Millionär. Ein Tag mit Markus Rühl. Das wird doch mal geil. Let's go, Freunde. Hallo Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe die Sporttasche dabei, weil ich verbringe heute einen Tag mit Markus Rühl. Ja, ich freue mich riesig. Ich ja? mich erstmal. Ja, wir gehen jetzt pumpen zum Anfang. Ja, das überlebt. Geil, Alter. Exzellent, ne? Heute. Also, meinst du nicht? Ja, ich habe gut gegessen heute, ich bin ausgeschlafen, gut gebräunt, gut gelaunt, Zahn abgebrochen beim Zähneputzen, also alles, alles tutti. Ne? Bist du schon umgezogen? Ich bin umgezogen, ja. Ich ziehe mich jetzt so gerne um, weil dann machen die Leute mir Bilder von meinem verfaulten Körper und dann. Ist der, der sieht doch stabil aus. Nee. Wie geil ist das denn, Mann? Ja, auf Sam Sulek werden wir reagieren, definitiv. Und Maltodextrin kannst du auf jeden Fall benutzen, wenn du zunehmen willst. Ich würde es rund ums Training einbauen, Post-Workout oder ja. Intra-Workout. Das ist, ach, um Gottes Willen. Hast du auch so eine Plauze mittlerweile? Nee, so nicht. Der hat einfach immer noch Bauchmuskelansatz. Guckt euch das mal an. Wahnsinn. Boah, das ist ja noch ein Sixpack. Was hast du für Titel? Finch, ich will nicht so fett werden wie der, deswegen ziehe ich es als Motivation an. Ja. Wie viel Kilo Übergewicht hast du denn? Ich habe aktuell 96 bei 1,90. Eigentlich ein gutes BMI, ne? Ja. Wenn man den Körper nicht so sieht, ne? Ich mache Schultern. Ja? Schultern. Direkt einfach, Video geht eine Minute, Markus Rühl hat ihn zweimal gefrontet, Alter. Das ist einer der wichtigsten Muskeln, warum? Weil es die Form vorgibt. Ne? Damit du nicht aussiehst wie eine Litfaßsäule, also ohne Breite wie Oberteil. Litfaßsäule, Alter, geil. Stoffen erstmal. Ja, Stoffen kommt, naja, das kennst du halt. Ne? Ich habe da ja einen Bauchladen vorbereitet im Auto. Ne? Kennt ihr ja die Bauchläden, da wo es Zigarette und Erdnuss gibt, wie im Eiskonfekt im Kino. Da haust du bei mir erstmal die Steroide rein. Guck mal, ich mache jetzt extra Maschine mit dir, weil Maschinentraining ist für die Doofe, die gibt die Bewegung vor. Da kannst aber ich das, bin das ist wie die Automatik ne, beim Autofahren. Kannst nichts falsch machen. Das Schlimme ist, ich würde jetzt sagen, ich bin schneller als du, du bist auch älter als ich. Ich war schon mal bei dem Sport übrigens. Ja, das wäre. Das ist alles easy. Du, Bodybuilding ist kann der letzte Depp, ja. Deswegen ist der Sport so schön, ne? Aber wenn du jetzt schon so lange trainierst wie ich, dass er alles kaputt, musst du das mal warm machen. Ist bei dir alles kaputt? Vieles, ja. Also ich glaube mehr, wie man sieht. Wenn dich jetzt jemand nicht kennt, ja? Ja. Weil ich habe ja auch viele Arbeitslose, die den ganzen Tag RTL 2 gucken. Die kenne ich ja nicht. Ja. Wie würdest du dich vorstellen? Hey Junge, Aaron, geil. Geil, 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 wie der das gerade gesagt hat. Ich habe viele Arbeitslose, die RTL 2 gucken. Stimmt. Markus Rühl, ehemaliger Bodybuilder, Selfmade-Millionär. Bist du Millionär? Nein. Wollte ich dich jetzt später... Bodybuilder. Junge, der sieht aus wie ein Pirat, wartet mal. Guck mal jetzt die Zahnlücke, der meint ja beim Zähneputzen ist sein Zahn abgebrochen heute Morgen. Selfmade-Millionär. Captain Jack Sparrow, Alter. Fehlt nur so ein Goldzahn. Dann sieht der aus wie dann könnte er mitmachen bei den feuchten Banditen von Kevin allein zu Hause, hinter hier so ein Goldzahn. Bist du Millionär? Nein. Wollte ich dich jetzt später fragen. Ich bin Wissensmillionär. Der ist safe Millionär, der hat einen Ferrari, ich hab's gesehen letztens. Der hat einen fetten, fetten Ferrari, Alter. Aber sei ihm gegönnt vom Herzen. Was sagt das Konto, jetzt wo wir schon drin sind? Du, ich kann den Konto aus zu zeigen. Ich glaube, das sind aktuell auf dem einen Konto 14.237 Euro auf. Und auf dem anderen? Das sagst du nicht. Ja. Guck mal, wenn du jetzt 30 Jahre Profisportler bist ja. und hast gar nichts auf der Kante. Und fette Sponsoren. Dann hast du halt viel falsch gemacht. Ja. Also es sollte schon ein bisschen was, klar. Geld ist relativ und Reichtum auch. Was ist wichtig. Also ich bin jetzt, wenn du älter bist, wirst du merken, dass Gesundheit wirklich, man sagt das immer so, ist das größte Gut ist. Also wenn du nicht mehr gesund bist, kannst du 3 Millionen im Konto haben, bringt dir nichts. Bringt dir einen Scheiß, genau meine Worte. Aber du siehst Arsch, so ne? topfit aus. Ich habe mich extra für den Tag vorbereitet. Ja. Aber ich merke so ein bisschen das Kalk in meinen Knochen seit Monaten. Weißt du, warum aufwärmen? Genau das. Und jetzt, was du sagst, das Kalk im Gelenk ist gar nicht falsch. Wenn du den Muskeln und das Gelenk nicht permanent durchblutest, gehen Absonderungen, also Ablagerungen im Gelenk rein. Das Handgelenk bediene ich oft. Das ist nichts. Guck mal, es geht 1A. Unterarm und Handgelenk geht 1A. Ja? Mein Spruch könnte auch vom Thunfisch kommen, ne? Das Trip ist immer die Geräte und alles knallen lassen, weil dann denken alle, du pumpst. Oder schreien. Auch gut. Wenn du nicht stark bist, musst du laut sein, weißt du? Mein Motto. Hast du Arnold Schwarzenegger mal getroffen, weil der da steht? Ja. Warst du breiter als er? Ja. 1000 Mal. Lappen. Der Arnold war ja zu seiner Zeit toll, aber wenn du jetzt mal nur die Maße nimmst, 1,85 Meter, 86 Meter. Ja, so wie ich. 103. 7 Kilo mehr als ich, okay. Ja, 103 hatte ich mal im ersten Wettkampf, da bin ich Hessenmeister geworden. Ja? Und als Profi hatte ich dann 131 Kilo auf der Bühne. Nur mal, dass man so die Relation dann sieht. Ne? Wie viel hast du jetzt? 120 Fett. Wo hast du denn Fett? Krass.
krass, der wiegt immer noch 120 Kilo. Wahnsinn. Greif mal hin. Das deprimiert mich. Ein 50-Jähriger sagt, wo ist ein Fett? Ich greif rein. Guck doch. Übrigens, in dem Gym habe ich auch mit Markus trainiert damals. Vor meiner aktiven Instagram, YouTube, Social Media Welt. Habe ich damals zum Geburtstag geschenkt gekriegt. Habe ich schon ein paar Mal erzählt im Stream. Das war das. Guck mal, hier ist Fett. Aber bald kommt diese Abnehmspritze. Zack, zack, zack. Ich musste zählen und drücken. Das ist. Das, ne? 6. Ich muss mich konzentrieren. 7. Ja, ja. Guck mal, ab der 15. Nee, Mama. Wie hoch gehen wir denn? Ja, bis du nicht mehr kannst. Wie viel muss ich schaffen, um dass du verkackst? 180. Ich komme mir vor wie so ein kleiner Junge, der mit Papa zur Arbeit geht und nur daneben steht. Übrigens, ich bin heiser Klimaanlage. Ja. Knutschen fällt heute aus, sonst bist du krank. Ich bin zu alt für Sex. 9. Aber so ein bisschen schwul geht immer, ne? 11. Gut. Boah. Das ist gut. 12. Jawohl. Bin ich schon breiter? Im Kopf, ja. Wie lange trainierst du immer so? 3-4 Stunden. Alles geht aber. Ich dachte ja. So 3-4-5 Stunden. Ach Quatsch. Alles so Geschwätz immer. Kein Bodybuilder macht so lang, das ist ein Blödsinn. Du machst normalerweise eine Stunde, 60, 70 Minuten machst du dein Krafttraining. Und dann machst du so ein bisschen Kraftausdauer, Cardio, halbe Stunde, 3-5 Stunden. Was machst du als Cardio? Fahrradfahren. Vertraue dir selbst. Breche eigene Regeln. Hab keine Angst vorm Versagen. Ignoriere Neinsager. Arbeite bis zum Umfallen. Gib etwas zurück. Korrekt, das ist richtig. Das ist Schwachsinn. Steht ich da. Ich weiß. Meinst du, das hat er gesagt? Nein, nee, ich habe mit dem Money, Money. Ja, ich habe mit dem Arnold geredet und er sagt, mach dir immer einen Plan A. Ja? Und mach dir nie. Ich habe übrigens gerade hier gecheckt, ich habe für morgen früh nochmal, bevor ich abreise am Freitag in der Früh, mache ich nochmal morgen Blutbild, bevor es endgültig zurückgeht. Ja, weil ein Blutbild hier kostet, ich glaube, mit allen Werten, wirklich alle Werte, ich glaube 20, 30 Euro maximal. Den Plan B, weil sonst vertraust du Plan A nicht. Und in Deutschland, letztes Blutbild, was ich gemacht habe, hat fast 200 Euro gekostet. Selbst da sind die Preise extrem gestiegen. Dann habe ich noch 2 Mahnungen dafür bekommen, weil ich vergessen habe, das Labor zu überweisen, weil ich am Ende bei 250 Euro, Digga, für ein Blutbild. Meine Schuld, ich weiß, ich habe es einfach verschlampt. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer-Whey-Protein. Und schaut auch unbedingt auf OAS vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links in meiner Videobeschreibung. Und weiter geht's mit dem Video. Das hat immer so gesagt, ne? Aber da, das ist ja, ergibt wirklich Sinn. Ja, weiß ich nicht. Das sind ja Ursprünge oder Umstände, die mancher Plan A vernichten lassen. Was machst du dann? Ich war bei meiner Familie und jetzt bin ich alleine. Machst du Plan A2? Ja, Sister. Da kommen wir mal 10, oder? Boah, 30 Kilo. Du packst schon an, ne? Komm, meine Frau. Komm, Aaron, was ist denn, Junge? Das auch, die hat 48 Kilo. 3. Stopp. Ach. Auf hoch. Auf. Jawohl, Sister. 100. Komm, weiter. Komm. Ah, gut so. Sehr gut. Als du wirklich beruflich Bodybuilder. Da sieht man auch den Unterschied, ne? Wenn Markus wirklich neben so einem Normalsterblichen steht, wie breit der noch ist. Ne? Unglaublich. Aber wie oft hast du da trainiert? Auch nur? 7-mal die Woche. 7-mal die Woche? Jeden Tag. Ja. Immer eine Stunde. Bisschen länger, weil du hast halt intensiver trainiert, dadurch mehr Gewicht und hast die Pause ein bisschen gebraucht. Ne? Okay. Also heute ist ja so ein bisschen Rentnertraining. Ich meine, das, was man heute macht, ist ja kein Training. Das ist ja. Hättest du dich damals für jetzt geschämt? Nee, eigentlich nicht. Ich war immer. Also ich bin ganz ehrlich, zu ich habe keine Ahnung, in welchem Labor. Ich gehe zum Hausarzt, lass Blut abnehmen, der schickt das in ein Labor und dann bekomme ich die Rechnung nach Hause geschickt. In der tiefen Zeit habe ich gedacht, okay, wenn du mal älter bist, bist du. Ich mache es immer beim Hautarzt in Deutschland. Hier hast du extra in Polen, hast du gehst direkt ins Labor, du musst nicht mal zum Arzt. Du kriegst die Ergebnisse direkt am nächsten Tag per E-Mail zugeschickt. Ich bin nur froh, wenn du gesund aus der Sache warst. Hier ist wirklich vieles, vieles leichter in Polen. Vieles, abgesehen vom Bodybuilding allgemein. Deutschland schläft ein bisschen, Alter. Was ich jetzt hier erlebt habe in der Zeit, das ist Wahnsinn. Vor allem in den Großstädten. Deutschland ist voll hinterher. Ich meine das ernst. Die meisten Leute haben ja ein völlig falsches Bild. Natürlich, wenn du nach Polen reinfährst, in die Dörfer, da ist auch die dritte Welt. Aber wenn du jetzt nach Warschau fährst, Krakau oder so, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Und bist du doch einigermaßen, ja, oder? Ja, das bin ich dankbar für das, was es ist oder wie es ist heute. Viele leben, glaube ich, von heute eine Stunde weiter und dann hören sie auf zu denken. Ja, nennt man Ron Bilecki-Syndrom.
Gut erlebt. Ja. Erlebt, ja. Und wie erlebt, Digga? Alle 3E1X0. Danke dir fürs Abo, mein Digga. 10, 11, 12, 13, 14. Das ist gerade sehr deprimierend für mich. Wenn du einer machst, hab ich ja 1000 Euro. Oh. Und links? Der wusste. Krieg ich die mal rausgehoben. Schwer, ne? Sieht man Markus hinter mir? Sieht man den hinter mir? Nee, oder? Seitheben, ne? Ich mach die immer Freihandel. Absolut richtig. Das Problem ist halt nur, denk immer dran, Maschine geben die wegen vor und minimieren die wieder oder die Fehlerhäufigkeit. Ne? Aber was kannst du denn bei falsch machen? Alles. Falsch. Also, lass mal los. Ich mache erstmal Trockenübung. Der seitliche Muskel. Ja? Ne? Und der Ellenbogen sind eine Linie. Das ist eine Linie. Das heißt, die Bewegung muss so sein. Ist es so, ist perfekt. Boah, ey, pump mich. Ich wusste nicht, dass man Abitur braucht. Ja, ich zieh dich mal mit. Achtung. Ja, zieh mich mal mit. Dann mal hoch. Genau, und halten. Eins. Und ich lass dann los, wenn du oben bist, ja? Ja. Auf, hochgehen. Halten. Guck mal, der Arme, der sieht so aus, als ob der überhaupt gar nicht weiß, was er da tut. Ist ja auch wahrscheinlich so. Ich meine, jeder fängt mal an, ne? Aber trotzdem. Ich weiß, so fühle ich mich nach 2 Wochen Trainingspause, Digga. Eins, zwei, okay. Merkst du, wie der zieht da? Der zieht jetzt schon. Ich merke, ich habe Monate nichts gemacht. 10. Gut. Meinst du, ich kann noch Bodybuilder werden? Nee. Warum? Einfach nee. 33, die Profi-Wrestler wären erst mit 33 gut. Bodybuilding musste die Grundlage echt mit 17, 18, 19 packen, sonst schaffst du es nicht später. Es geht ja nicht nur um Muskeln, es geht um Sehnen, Gelenke und so weiter, Herz-Kreislauf-System. Wenn du mit 17 anfängst zu kicken, bist du auch noch jung. Aber du wirst es nie dahin schaffen, weil du die Grundlage nicht hast. Das Haus wird auf ein gutes Fundament gebaut, das ist halt so. Hast du denn ein Fitnessprogramm? Ich? Ja. Leck mich am Arsch. Das Beste beim Seitheben, ich nenne die immer die Chicken Wing Leute, ne? Die den hier machen, Alter. Das sind die Allerbesten. Da denke ich mir mal, die fliegen gleich davon. Tschüss. Fliegt durchs Studio, Alter. Du, wie sein, ja? Das sind die Besten, die Chicken Wing Leute, Alter. Oh Mann, KFC-Heben nennt man das. Komm, ja. Nee, ich mach so einen Schwachsinn. Ein Programm ist ja immer relativ, das ist ja keine Lösung. Ja. Die Lösung bist du und das individuell erstellte Programm für dich. Wenn ich jetzt eben ein Programm schreibe und sag, hier, mach mal, woher weißt du, was du machen musst? Dann machst du alles falsch. Aber du könntest, wenn du dein Programm oft verkaufst, auf Bali richtig durchstarten. Bali bestimmt, ja. Ja, aber warum hast du mit Social Media angefangen? Ja, weil ich schon immer Social Media mache. Mein YouTube-Kanal, kannst du mal gucken, gibt es, glaube ich, seit 97 oder 98. Ui! Also das Social Media machen wir schon lange. Wir haben oft nur die Zeit gehabt. Ich war dann unterwegs für Sponsoren halt. Ich muss mich ja um meinen Beruf kümmern. Mein Beruf war Profi-Bodybuilder. Und der Social Media-Star. Wie hart war das, Profi-Bodybuilder zu sein? Vom Zeitaufwand, Arbeitsaufwand? Geil. Geil? Geil, ja. Das war 24-7-Job. Ganz geil. Vermisst du es? Ja, zu der Zeit war genau das. Das war genau mein Leben. Ich habe das geliebt. Ich habe das geliebt, mich zu quälen. Jetzt so die sentimentale Musik im Hintergrund, geil. Ich bin ja so ein Mensch, ich habe so einen Hang zur Selbstzerstörung. Okay. Ich mag so eine Quälerei. Ich mache das auch nichts aus, wochenlang nur Scheiße zu essen. Ich, wirklich? Heute nicht mehr. Heute nicht. Jetzt bin ich ja so fett geworden. Wann warst du in deiner besten Form? Der größte Erfolg hatte ich 2004 beim 5. Platz im Olympia. Wie alt warst du da? 32. Also so alt wie ich etwa. Krass. Da war der Markus so alt wie ich jetzt aktuell. Ich werde dieses Jahr 32. Und da sah der so aus. Wahnsinn. Neben Dexter Jackson. Die beste Form, so sagen zumindest die Fans oder die es besser wissen wie ich, hatte ich 2002 und da habe ich in New York die Night of Champions. Bei den Night of Champions. Champions. Das war aber auch, ich habe gerade Gänsehaut, ich schwör's euch. Kennt man eigentlich, wenn man sowas gewinnt, eine fette Gage so? Nein. Macht man nur für Sponsoren? Hauptsächlich Sponsoren. Das ist wie im Schaufenster stehen. Ja? Das warst du, oder? Nee, das ist ein Comic von mir. Das hat einer gemalt damals, wo ich zur aktiven Zeit war. Und das ist jetzt das Logo von meiner Firma halt. Ja, habe ich schon gesehen. Ja. Letztens gab es irgendwas gratis dazu. Wie viel Prozent können wir denn geben? Ja, dann müssen wir einen Code machen. 25%? Nee, ich bin schon günstig. Also 10-15%. Der geht direkt auf 25 runter. Bin schon weit unter dem Niveau, was heute ist. Okay, dann machen wir 15% mit dem Code breiter als Markus. Also das Gute an der Maschine ist, dass sie überhaupt nicht reinpasst, ne? Ja, das stimmt. Das ist schon mal das Erste. Du siehst so ein bisschen aus wie Donkey Kong bei Mario Kart. Richtig, ja. Du fängst hier an, Punkt, gehst hoch, bis du parallel zum Boden bist.
Dann hältst du das für 3 bis 4 Sekunden. 1, 2, 3, 4. Ey, nicht drücken. Ja doch, auf. Joe, können wir hier mal ein Bild von meiner Trainerin, die ich sonst habe, einblenden? Ich habe mich sehr verschlechtert. Länger halten. Halt. Auf. Und weiter. 3 Stück. Er quält den richtig. Der Arme wird so Muskelkater haben. Gut so. Jetzt weiß ich, warum ich Sport hasse. Ist voll anstrengend. Na komm schon, Junge. Was machen wir jetzt? Jetzt machen wir noch hintere und dann sind wir schon fertig. Hopp. So. Nee, da. Ach hier, okay. Ja. Da könnte doch irgendwie so sein Neffe sein, ne? Irgendwie. Doch. Der hat gerade so einen Onkelstatus, der Markus, bei ihm, finde ich. Weil einer schreibt hier gerade, die passen aber gut zusammen von der Chemie. Sehe ich genauso. So, und jetzt gehst du wieder nach hinten, soweit es geht. Und hältst ihn hier fest. Da festhalten. Genau, siehst du, merkst schon? Ja, ich zitter jetzt schon. Genau so, darum geht's. Auf. Also, 3, 2, 1. Sehr gut, weiter. 2. Und jetzt machst du 8 schnelle Wiederholungen, ohne halten. Auf. Auf. Ich kann jetzt schon nicht mehr. Auf, sonst steigt die Härte nicht auf. Mach. Jawohl. 3. Jetzt rastet der völlig aus. Nein, nein, letzter, komm. Ja, das sind 9. Oh, ich hasse den Butterfly von Hammer. Der ist so ekelhaft. Ja, macht ja nichts. Gut so, jawohl. Oh. Das ist der Vorteil, dass Bodybuilder nicht zählen können. Was? So, ich gehe mich umziehen. Gerne. Und was machen wir dann? Du bist doch gerade geschwitzt. Kannst doch, du ey, hier, guck mal. Bist du geschwitzt? Bisschen schon angeschwitzt. Ja. Ist es jetzt nicht schön vom Gefühl, dass du sagst, das will ich 3-mal die Woche haben? Nein. Ja, aber dann stehe ich früh auf, esse eine Milchschnitte, gucke Fernsehen und denke, boah. Aber Milchschnitte ist sehr beliebt unter Bodybuilder. Ja? Ja, fresse ich wie Steve Bentin, Milchschnittenmeister. Sauerkraut, klar. Als nächstes. Geil, jetzt wird noch geshoppt, finde ich gut. Ja, jetzt haben wir gut trainiert, jetzt müssen wir was zum Spakulieren. Also Milchschnitte. Zum Spakulieren oder Schnabulieren? Teller, Milchschnitte und. Isst du sowas? Ja, klar. Kannst du mir nicht erzählen, dass du mit 51 so einen Körper hast und Milchschnitte und Nutella isst? Also ich bin extrem. Entweder ich esse Reis und Thunfisch oder ich esse nur Scheißdreck. Jetzt habe ich eine andere Frage, weil du es auch von meintest. Gehst du ins Solarium? Ja. Also ich war jetzt gerade im Urlaub mit meiner okay. Frau. Das war eben jetzt so. Aber sonst Solarium? Boah. Mir hat der Hautarzt mal gesagt, Solarium ist scheiße. Stimmt. Ist auch Käse. Man sieht danach voll. Also das. Das pusht schon den Älterungsprozess, ne? Optisch. Aber was ist denn alles scheiße im Leben? Ja? Wenn man alles macht, was gut wäre, wird man die ganze Sache nur daheim hocken. Dann wäre das Leben auch langweilig, Freunde. Ich kaufe jetzt mal bodybuilding-mäßig ein, damit du mal siehst, wie ich früher so eingekauft ja. habe. Ne? Das waren immer relativ echt gesunde Dinge. Ingwerwurzel. Ja. Habe ich jeden Morgen ein Stück roh gegessen. Dann immer Salat. Wirklich? Ja. Aber nicht Salat wäre am Salat, sondern Salat wegen Hähnchen. Und ich kann Hähnchen pur, konnte ich kaum noch essen, das wäre ich immer mit Salat gemacht, habe mit dann so Joghurtdressing drüber. Weil Salat an sich hasse ich eigentlich. Was machst du den ganzen Tag noch, außer pumpen? Machen wir ein bisschen Instagram? Firma. Okay. Wir haben 36 Mitarbeiter mit. Wow, 36 mal Sozialabgaben. 36 mal Sozialabgaben. So, aber deine... Aaron weiß Bescheid, Digga. Follower, wie viele Follower hast du bei Insta? 800. Ja, ich habe 200, 30. Ich habe 280, sei doch froh. Das sind alles Homosexuelle, oder? Hat Markus fast 1 Million auf Insta, Alter. Wahnsinn, Digga. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr mich supporten möchtet, schaut auf jeden Fall bei asn.com vorbei. Mit Rabattcode William sichert ihr euch wie immer den allerbesten Deal. Beispielsweise auf ein leckeres Isoclear. Aktuell trinke ich sehr gerne im Sommer den Raspberry-Geschmack. Gebt mir noch 2 Wochen. .com ist jetzt online. Da könnt ihr euch aktuell 3 verschiedene geile Designs sichern. Alle Links wie immer in der Videobeschreibung. Und falls ihr auf der Straße oder im Gym den Dicken machen wollt, schaut unbedingt bei oase.com ab, denn dort habt ihr auch immer den besten Deal mit Rabattcode William. Da gibt es zum Beispiel diese wunderschönen Tanktops, womit ihr wirklich im Gym aussieht wie eine brutale Maschine. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall auch 3-mal die Woche bei Twitch vorbei um 20.30 Uhr. Montag, Mittwoch, Freitag sind wir online. Alle Links in der Videobeschreibung. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.